Hi, willkommen in dem Video. Du hast dir wahrscheinlich gerade ein Setup Your Setup Video von einem anderen Teilnehmer angeschaut und dachtest dir jetzt, ich will auch mitmachen. Gute Entscheidung, es gibt aber ein paar Kriterien, die man beachten muss, wenn man mitmachen will. Die sind relativ einfach, aber ich erkläre sie jetzt einfach einmal von oben nach unten. Am allerwichtigsten ist Bildqualität. Die Videos dauern in der Regel 5 bis 10 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger. Und da will man natürlich auch irgendwas sehen, was Spaß macht anzuschauen. Klar, der Ton ist wichtig, den kann auch nur ich beeinflussen, aber die Bilder sollten an sich scharf sein. Man sollte erkennen, mit was man arbeitet. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Bilder, die ich bekomme. Soll jetzt kein Diss gegen die Leute sein, die das Ganze eingereicht haben, aber es macht einfach keinen Spaß, wenn ich darauf rumzeichne und ihr euch 10 Minuten lang anschauen müsst, wie dieses halbscharfe Bild im Hintergrund irgendwas wiedergeben soll. Das heißt, Bildqualität ist sehr wichtig. Ich habe schon öfter gesagt, es muss keine DSLR-Qualität sein. Ihr braucht keine extra Kamera dafür, euer Handy reicht vollkommen aus. Achtet aber einfach darauf, in einem dunklen Raum möglichst viel Licht reinzubekommen. Schaltet die Deckenlampe ein und auch wenn dann die coole blaue Beleuchtung von eurem PC vielleicht nicht so gut aussieht, ist kein Problem. Lieber sehen wir das ganze Setup einmal ordentlich. An sich wäre es cool, wenn ich 5 Bilder von euch bekomme. Das erste Bild sollte einmal euer komplettes Setup zeigen. Also einfach einmal draufhalten, dass wir alle sehen, wie sieht das Ganze denn in eurem Zimmer oder in eurem Raum allgemein aus. Das nächste Detail sollte vielleicht eure Hardware sein, die ihr nutzt. Sei es Gaming-Controller, Tastatur, Maus, Mauspad, je nachdem, was ihr benutzt. Als dritten Punkt wäre cool, wenn ihr ein Foto macht, wie sieht das Kabelmanagement auf dem Schreibtisch aus? Und als vierten Punkt, wie sieht es unter dem Schreibtisch aus, dass wir da eben dran arbeiten können? Ist ja so ein bisschen ein Hauptthema oder ein sehr großer Punkt in den Videos. Und als letzten Punkt irgendwie da dann die Shots, die ihr verarbeiten könnt mit einer coolen Beleuchtung. Da ist vielleicht auch wichtig, nehmt euch ein Stativ oder zumindest einen Stuhl, wo ihr das Ganze abstützen könnt. Denn auch euer Handy verlängert die Belichtungszeit in dunklen Situationen. Das heißt, man sieht sofort, wenn ihr wackelt, weil die Bilder nachher einfach auf großen Displays angezeigt werden, zumindest wenn ihr es am PC anschaut. Und da sieht man dann diese Unschärfe. Was ich auch unbedingt machen möchte, ist das Ganze auf Instagram zu teilen. Das heißt, diesen Community-Gedanken noch weiter auszuarbeiten. Und wenn ihr Bock habt, ihr müsst nicht, ihr könnt, wenn ihr mir ein Bild schickt, das Minimum eine Auflösung von 3000 in der Breite hat und 1000 Pixel in der Höhe, dann zeige ich eure Setups auf meinem Instagram-Kanal. Den verlinke ich auch nochmal. Da könnt ihr dann gucken, welche Setups so eingeschickt wurden und euch vielleicht ein paar Ideen holen. Aber wir können das Ganze einfach mal so ein bisschen teilen. Da könnt ihr mir natürlich dann auch in die E-Mail reinschreiben, euren Instagram-Account. Wenn ihr sagt, teilt das Ganze auf Instagram, kein Problem. Ich verlinke euch auch gerne, wenn ihr sagt, okay, das ist mein Kanal, dann setze ich die Markierung auf euch. Wenn ihr sagt, teilt es einfach, aber ich will gar nicht markiert werden, auch kein Thema. Und wenn ihr sagt, nee, ich hätte gerne nur ein Video und keine Bilder, absolut kein Thema. Dürft ihr euch aussuchen, schreibt es mir einfach rein. Was mir auch wichtig ist, ist ein paar Infos zu euch persönlich. Euren Namen vielleicht. Ihr müsst nicht euren kompletten Namen reinschreiben oder ihr dürft euch auch vielleicht einen erfinden, aber dass wir einfach eine Person benennen können, über die wir gerade reden. Dazu dann vielleicht eure Hobbys oder für was nutzt ihr euer Setup? Macht ihr Photoshop, 3D-Animationen, zockt ihr, studiert ihr irgendwas, programmiert ihr Apps? Dass wir einfach wissen, über was wir reden und was vielleicht wichtig ist. Großer Monitor, Monitor in Hochkant, Beleuchtung. Da einfach ein bisschen reinschreiben über euch. Am Ende, wenn ihr das komplette Paket geschnürt habt, dann schickt ihr einfach eine E-Mail an sofareview, also youtube@gmail.com. Unten in der Infobox ist nochmal die E-Mail-Adresse, die könnt ihr rauskopieren und da könnt ihr auch im Prinzip die Checkliste einmal von oben nach unten abarbeiten und auch unten einmal beachten, die ganzen Rechte der Bilder müssen natürlich bei euch sein und mit dem Übersenden der Bilder auch erklärt ihr euch damit einverstanden, dass ich das Ganze benutze. Das war meine Anleitung. Ich glaube, viel zu sagen gibt es nicht mehr. Es werden auf jeden Fall nächste Zeit sehr viel mehr Videos kommen. Ich weiß, das hing jetzt so ein bisschen durch, weil es eben viele Sachen gab, die ich testen konnte. Aber ich habe wieder neue Ideen und wollte die ganze Geschichte mal wieder ein bisschen aufleben lassen, dass eben ein bisschen mehr Leben in die Bude reinkommt. Das Setup-Thema fand ich auch immer interessant. Aber manchmal braucht man einfach so eine Pause für ein paar coole Ideen, dass es nicht jedes Mal dasselbe ist. Ich verlinke euch unten noch ein, zwei Accounts, vielleicht von Kit, was ihr kennt, und von Fancy. Da könnt ihr mal gucken, da füge ich auf die Listen verschiedene Möbel oder Designstücke hinzu. Da könnt ihr euch vielleicht auch ein paar Ideen holen, was man noch so machen könnte. Ansonsten freue ich mich auf eure Einsendungen und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald.